Guten Tag, liebe Studierende. Heute werden wir vom Ohr sprechen, Anatomie und Feinstruktur des Ohres. Da unten sehen Sie ein chinesisches Plakat von dem vorigen Jahrhundert, was zeigt, dass das Ohr ist wie ein Telefon, hat einen ähnlichen Mechanismus. Das Wort Ohr ist absolut gut und wir benutzen das in der Alltagssprache, aber Sie müssen wissen, dass das ist auch Hör- und Gleichgewichtsorgan. Hat drei Hauptteile, äußere Ohr, das äußere Ohr, Mittelohr und Innenohr. Das äußere Ohr besteht aus dem Ohrmuschel, äußere Gehörgang und beendet blind und ist geschlossen mit dem Trommelfell. Mittelohr, das ist ein flacher Spalt, wo wir die Gehörknöchelchen haben. Nach hinten ist das Antromastoideum mit der Cellulae Mastoidei und die Tuba Auditiva, was Sie schon mit Pharynx gelernt haben. Dort haben Sie diese Torus Tubarius gesehen, wo die Tuba Auditiva beim Pharynx beendet. Das verbindet mit Pharynx und dadurch mit Außenwelt die Paukenhöhle. Und im Innenohr haben wir das knöcherne und membranöse Labyrinth. Nun erst kurz vom äußeren Ohr, Ohrmuschel, das heißt Auricula auris, hat verschiedene Teile, da sehen Sie alle Namen, alle anatomischen Namen, aber wir müssen nur die Hauptteile erinnern, dass wir haben ein Helix, ein Anthelix, hier, ein Tragus, ein Antitragus und Lobulus auriculae. Das haben Sie schon im ersten Semester gelernt. Das Gerüst von Ohr, Ohrmuschel, das ist von elastischen Knorpel gebildet. Heutzutage, das ist eine Mode, Piercingen zu machen, aber wir wissen, dass elastischer Knorpel hat keine Gefäße, so das hat auch eine Gefahr, dass diese Wunde werden sich schlecht heilen. Melatus acousticus externus, das hat einen knöchernen und einen knorpeligen Anteil. Das ist alles zusammen etwa 30 mm und ist leicht S-förmig. So, wenn wir es gerade machen möchten, dann muss man Ohr nach hinten und oben ziehen. Enthält in der Wand Ceruminaldrüsen, weil es ist mit mehrschichtigem verhornten Plattenepithel ausgekleidet. Wir haben noch die speziellen Drüsen, es sind Talgdrüsen und sind modifizierte Schweißdrüsen, die wir hier Ceruminaldrüsen nennen. Von Innervierung werde ich noch sprechen, aber eigentlich hat eine komplizierte Innervierung von allen Schlundbogennerven, alle Schlundbogennerven werden teilnehmen. Früher haben wir gesagt, dass es entwickelt sich von dem ersten Schlundfurche, aber die neueren Untersuchungen zeigen, dass das ist eine sekundäre Einstülpung vom Ektoderm. So, das ist ein kleines Unterschied. In Ihren Büchern steht noch diese alte Version. Früher vom Ohr, das war auch für Vaterschaftstest benutzt. Natürlich, das ist nicht sehr präzise. Heutzutage ist das schon dafür nicht benutzt. Aber wenn Sie die Ohrmuscheln von den Kindern anschauen, besonders nach den Geburten, die ähneln sehr die Ohrmuscheln der Vater. Wie ich gesagt habe, die sensible Innervierung, das ist ganz kompliziert. So selbst an Ohrmuschel haben wir verschiedene Nerven. Der Nervus auriculotemporalis von Trigeminus, der Nervus occipitalis minor und der Nervus occipitalis major. Die sind vom zweiten, dritten Spinalsegment, von dorsalen oder ventralen Ästen. Und im äußeren Gehörgang, wir haben Bereiche, die von facialis innerviert, wieder von Nervus auricularis magnus und ein großer Anteil, das ist von relativ großer Anteil, das ist von Nervus vagus innerviert. Der Nervus glossopharyngeus, das wird im Mittelohr innervieren und auch die innere Seite des Trommelfells. So, wenn Sie das anschauen, wieder diese Zahlen, das 5, 7, 9, 10, die sind die Schlundbogennerven. Ohr hat etwas zu tun mit Schlundbogenentwicklung. Und dass ein Teil vom Gehörgang und auch vom Trommelfell vom Vagus innerviert ist, das erklärt, warum wir husten müssen, wenn wir unsere Ohren reinigen. Das ist ein Reflex durch Nervus Vagus.
An den MR-Bildern können wir auch das gut sehen, wie dieser äußere Gehörgang aussieht und Ohrmuschel. Äußere zwei Drittel, das ist knorpelig von diesem Gang. Und diese Zeruminaldrüsen zusammen mit den Taldrüsen vom äußeren Gehörgang, sie können so ein Ohrstopsel bilden. Das muss man sehr aufmerksam entfernen. Am besten ist damit zum Arzt zu gehen. Ja. Und das kann ganz groß sein. So, Sie können das nicht glauben, dass wie groß das sein kann. Das kann eigentlich so wie ein Busmodell von diesem äußeren Gehörgang sein, so mehrere Zentimeter lang. Nun, wie ich gesagt habe, am Boden dieser äußere Gehörgang, das ist von Trommelfell geschlossen, das heißt Membrana Tympani oder Myrinx. Das Wort Myrinx, das kommt in den modifizierten Wörtern in Zusammenhang mit der Krankheiten des Trommelfells, wie zum Beispiel Myringitis, das bedeutet Entzündung des Trommelfells. Die Funktion ist Übertragung des Schalls auf die Gehörknöchelchen. Wir werden da sehen, dass die Gehörknöchelchen geben eine Verbindung, so mit Hebelarmmechanismus zu Innenohr. Es ist nicht flach, es ist trichterförmig eingezogen in der Mitte und Durchmesser, das ist rund um 10 mm, also das ist ganz groß. So, wenn wir Trommelfell von außen anschauen, dann wir haben eine paar Stenser hier. Wir sehen in der Mitte einen tieferen Punkt, das nennen wir Umbo, und eine Pars Flaccida hier oben, das ist schlaffer und dort ist das schlaffer und dünner. Zu dieser Umbo zieht Manubrium Mallei, Malleus ist ein von den Gehörknöchelchen, so dass das können wir von außen am Trommelfell sehen, dieser Manubrium, und den Prozessus Lateralis von Malleus. Und wir haben von diesem Bereich zieht ein Plica nach hinten, Plica Mallearis Posterior, und nach vorne Plica Mallearis Anterior. Eigentlich diese zwei Falten begrenzen diese Pars Faccida. Wenn Trommelfell gesund ist, das heißt Mittelohr gesund ist, dann da ist auch ein Lichtreflex hier unten, das können Sie auch hier sehen. Wenn Trommelfell schön dünn ist, dann wir werden auch noch andere Sachen sehen können. Durchschimmer des Steigbürgels in diesem Gebiet, Durchschimmer des Inkus in diesem Gebiet und außenrum, das ist mit einem faserknorperigen Ring umgeben, was zu Sulcus tympanicus einsetzt. Trommelfell können wir in vier Quadraten aufteilen, wenn wir eine Längsachse bilden in Richtung von Manubrium Mallei und perpendikulär dazu eine andere Linie auflegen. Dann wir haben diese unteren zwei Quadranten. Die sind die Bereiche, wo keine Strukturen an der Mittelohrseite hinten von Trommelfell sind. Und Paracentese im Fall von einer Entzündung, eine ärztliche kleine Operation, das darf man in diesen zwei unteren Quadranten machen. Und da ist ein anderes Bild von Trommelfell, was sehr schön ist. Hier sehen Sie Umbo, Manubrium Mallei, Lichtreflex und diese Falten hier, Plica Mallearis Anterior und Posterior. Diese Pars Flaccida, das bildet auch die sogenannte vordere Trommelfelltasche oder Prussakraum. Das ist deswegen wichtig, weil hier, wie ich schon gesagt habe, Trommelfell dünner ist. Der ganze äußere Gehörgang und auch äußere Oberfläche von Trommelfell, das ist vom mehrschichtigen verhornten Plattenepithel bedeckt. Und wenn die Druckverhältnisse an den beiden Seiten ändern sich so, dass hier innen Druck, das wird kleiner sein, dann dieser größere Druck von äußerer Gehörgang kann diese Pars Flaccida einstülpen, eindrücken. Und weil da wir mehrschichtiges verhorntes Plattenepithel haben, das kann passieren, dass die obere verhornte Zellen, wie die Abschliffern, die werden
nicht entfernt sein können und das kann eine sogenannte Cholesteatoma bilden. So, das ist eigentlich eine Struktur, was im Außenohr entsteht, aber wird zum Mittelohr einstülpen und kann sogar auch das ganze Mittelohr ausfüllen und damit Schallweiterleichtung durch die kleinen Gehörknöchelchen verhindern. Druck muss an beiden Seiten von Trommelfell ausgeglichen sein. Manchmal das passiert, dass es nicht ganz gleich ist. So zum Beispiel, wenn Sie mit Flugzeug fahren und dieser Druckausgleich am Flugzeug, das nicht gut ist, oder wenn Sie einfach von hier in Pécs von Platz Széchenyi Platz zu Mecsek hochfahren, dann nach der Kirche und wenn Sie nicht schlucken, dann wahrscheinlich werden Sie einen Klick hören oder Klick fühlen oder einen Druck fühlen in Ihrem Rohr. Was ist das? Wenn wir sprechen und schlucken, dann wir werden ständig die Tuba auditiva öffnen und dadurch Luft durch Mundhöhle Pharynx von außenwärts reinlassen und Druckausgleich wird funktionieren. Aber wenn wir das nicht machen, dann das kann sein, dass an der äußeren Seite Druck höher ist und wir müssen schlucken. Das kann auch gefährlich sein, wie zum Beispiel beim Tauchen. Wenn Sie das nicht beachten, dann beim Tauchen kann auch dieser Druck hier auch vergrößert sein und kann auch so weit gehen, dass Trommelfell zerplatzt. Sehen Sie, hier ist das, wie tief wir zum Meer reingehen. Druck wird immer höher sein und an einem Punkt, das wird zerplatzen. Ja. Zum Ausgleichen, wir brauchen diese Valsalva-Manöver. Das bedeutet, dass wir müssen schlucken. So dieses Bild, das zeigt, dass hier Druck weg erhöht sich. Aber wenn wir schlucken oder sprechen, dann wird die Tuba auditiva geöffnet sein und Druck wird wieder ausgeglichen sein. Ja, was sind noch die Gefahren? Dass beim Ohrputzen, man kann auch Trommelfell schädigen. Ja, Cholesteatoma, das habe ich schon erklärt, das kann so weit gehen, das ganze Mittelohr ist ausgefüllt. Und wir können eine Trommelfellperforation haben, einmal durch diese Selbstputzen vom Ohres, an der anderen Seite mit den Äußerungen. Wenn Äußerung im Mittelohr ist, dann dieser Druck kann und Entzündung kann Trommelfell kaputt machen und dadurch entsteht eine Trommelfellperforation. Manchmal, besonders Kleinkinder, haben ein Problem, das Mittelohr ist nicht gut durchgelüftet und dadurch entstehen ständige Mittelohrentzündungen, dann manchmal wird diese Technik gebraucht, ein Paukenröhrchen eingebettet, das heißt auch Grommet, das wird eine Durchlüftung erlauben zwischen äußerer Gehörgang und Mittelohr. Mit dieser Grommet, man darf nicht unter Wasser tauchen, das würde nicht gut sein, aber nach einer Weile, wenn das Kind wächst und alles im Gesichtsschädel größer wird, dann das Problem wird zum größten Teil von sich selbst lösen, Grommet wird auch ausfallen und dieser Loch wird auch von sich selbst zuwachsen. Nun, vom Mittelohr habe ich keine guten Zeichnungen gefunden, wo ich das erklären konnte, was ich richtig hier sagen möchte. Also ich habe meine eigene Skizze gemacht. Ich hoffe, dass Sie dieser Skizze folgen können. Zum ersten Mal, das müssen Sie verstehen, das Mittelohr ist ein flacher Schachtel. So ist seitlich vom Medial nach Lateral abgeflacht, ist relativ lang und hat eine schmale obere und eine schmale untere Grenze. Und es steht so etwas schräg. Ja, so wie Sie müssen, wenn Sie Ihre Hände halten, dann wenn Sie von lateral nach medial die beugen. Und untere Seite der Hand ist etwas mehr medial als die obere Seite, so nach außen beugt. So das zeigt etwa, wie unser Mittelohr steht. Jetzt habe ich so eine Zeichnung gemacht, dass die äußere Wand von diesen sechs Seiten dieses Schachtels, das ist entfernt, äußere Wand, das ist die Parietes Membranatus, dort haben wir Trommelfell. So jetzt schauen wir zu dieser Schachtel von Richtung Trommelfell ein. Ja, und hier habe ich die Synonyme, so Mittelohr, Auris Media, das benutzen wir selten, Paukenhöhle oder Cavum Tympani, so diese drei Wörter, die sind random benutzt, wenn wir darüber sprechen und die Bücher darüber schreiben. Nun, so da ist dann diese Schachtel, erst werde ich die Wände benennen.
So von oben, das ist von Paries tegmentalis begrenzt. Das haben sie schon mit Ostemporale, mit Pyramide gelernt. Tegmentympani, so das ist hier dieser Tegmentympani. Nach unten, das heißt hier Paries jugularis. Paries jugularis, darunter läuft die Vena jugularis interna. Nach vorne, das heißt Paries caroticus, weil hier wird Carotis laufen, das werden wir noch später zeigen. Und oben, hier haben wir dieses Kanal, was unter anderem auch zu Pharynx hinführt. Und die hintere Wand, das ist der Paries mastoideus in Richtung Prozessus mastoideus. Innerhalb vom Mittelohr haben wir die Gehörknöchelchen und noch andere Strukturen, die wir dann benennen werden. Und gegenüber vom Paries membranaceus, die mediale Wand, das heißt Paries labyrinthicus. Paries labyrinthicus. Nun, an der hinteren Wand, obere Seite vom hinteren Wand, haben wir eine Ausbuchtung. Das nennen wir Antrum mastoideum. So, das ist ein Hohlraum, was mit Mittelohr in Zusammenhang funktioniert. Nach vorne, an der oberen Seite vom Paries caroticus, haben wir der Canalis musculotubarius. Das haben wir schon beim Schädel gelernt, wo es ist. Und das ist mit einer Lamelle in zwei Teilen aufgeteilt, Semicanalis muscularis und Semicanalis tubi auditivi. Im Raum haben wir beinahe von Trommelfell und eingebettet zu Trommelfell Malleus. Malleus, Kopf von Malleus artikuliert mit Incus. Kurzer Fortsatz von Incus, das hängt zu Antrum mastoideum ein. Und wir haben einen langen, schmalen Fortsatz, was mit Stapes artikuliert. Und Stapes wird die mediale Wand erreichen, Paries labyrinthicus erreichen, beim Foramen, Fenestra ovaris, Foramen der Fenestra ovaris. Der Nervus facialis zieht nach unten, facialis Kanal, wissen Sie, das untere Ende, das ist das Foramen stylomastoideum, zieht nach unten hier. Und von diesem deszendierenden Abschnitt vom facialis Kanal wird die Corda tympani austreten und zieht durch Mittelohr durch und wird durch Fissura petrotympanica von Mittelohr austreten. Natürlich, das wird nicht in Luft durchlaufen, das ist mit Schleimhaut. Ist in Schleimhautfalten eingebettet. Und an der medialen Wand sehen wir eine Aushebung, das heißt Promontorium. Nun, die Wände sind noch immer die gleiche, so Paries jugularis, Paries tegmentalis, caroticus und mastoideus. Wir sehen hier jetzt weitere Details. So, Paries jugularis heißt deswegen Paries jugularis, weil durch Foramen jugulare, die Vena jugularis interna wird raustreten, besser zu sagen, hier wird es anfangen, und macht eine Kurve untenhalb von diesem Anteil des Mittelohrs. Vordere Wand ist deswegen Paries caroticus, weil Carotis Kanal geht hier ein und zieht nach vorne, ja, und dann wird obenhalb von Foramen lacerum zur Seite von Sella turcica weiterlaufen. Im Prozessus mastoideus haben wir auch größere kleine Räume, die sind häufig auch in Verbindung mit Schleimhaut des Mittelohres. Die sind die Cellulae mastoidei. Entzündungen können hier auch einsiedeln. In dieser Semicanalis muscularis läuft ein Muskel, der Musculus tensor tympani. Der Musculus tensor tympani läuft zur medialen Wand, obere Seite von medialen Wand. Hier haben wir ein kleiner Prozessus cochlariformis, und dann dieser Prozessus, diese Muskelsehne von diesem Muskel, das wird in 90 Grad beugen und das zieht zum Malleus hin, das heißt, dass damit man kann Trommelfell Spannung regulieren. Und natürlich, der Canalis facialis hat nicht hier begonnen, sondern wir wissen, dass das wird von hinten eintreten durch Pyramide, Meatus acousticus internus läuft nach vorne bis zu Ganglion geniculi, und von diesem Punkt, das wird nach hinten laufen, so da ist eine große Beuge hier, das ist das Ganglion geniculi, läuft nach hinten und dann werden wir nach unten gehen und wir bei Foramen stylomastoideum austreten. Das kann auch hier eine Aushebung machen.
was entweder mit Knochen oder einfach mit Knochenhaut bedeckt ist. Und obenhalb von Eminentia canalis facialis haben wir die Eminentia canalis semicircularis lateralis. Canalis semicircularis lateralis, das ist schon ein Teil vom Innenohr. An der Grenze zwischen medialer und hinterer Wand, wir haben eine winzig kleine Kegelform, was oben geöffnet ist mit einem Loch, das nennen wir Eminentia pyramidalis. Und das ist so etwa 2 mm lang und Durchmesser von diesem Loch an der Spitze, das ist weniger als 1 mm. Da drinnen läuft Sehne von unserem kleinsten Muskel. Das ist Sehne vom Musculus tapedius. Musculus tapedius, das ist ein Muskelbündel, was parallel mit Canalis facialis läuft. Und Sehne wird hier raustreten und wird am Stapes ansetzen. Und das wird das regulieren, was ist dieser Druck, was zu Innenohr eingeht. So dass man kann damit fein regulieren, das größere oder kleinere Druck. Das kann Stapes ausheben vom Fenestra ovalis. Und die sind die zwei Öffnungen in Richtung Mittelohr, Fenestra vestibuli oder ovalis, weil das oval ist, und Fenestra cochlei oder rotunda, weil das rund ist. Beide Namen sind benutzt, Fenestra vestibuli und Fenestra cochlei. An der medialen Seite läuft der Plexus tympanicus. Plexus tympanicus, das ist Aufzweigungsplexus von einem Ast von Nervus glossopharyngeus. Der Nervus tympanicus wird von Fossula petrosa von außen eintreten. Das haben wir auch im ersten Semester gelernt, beinahe von Foramen jugulare. Wir haben ein kleines Loch, so, dadurch zieht ein Ast von glossopharyngeus durch, wird hier sich aufteilen, innervieren, und was davon überbleibt, das wird zur vorderen Seite von Pyramide austreten als Nervus petrosus minor. Darüber haben wir schon auch gehört. Dann das läuft weiter durch Foramen lacerum, meist durch Foramen lacerum, geht aus zu Fossa infratemporalis, und diese präganglionäre Fasern werden in Ganglion oticum umgeschaltet sein. Nun, so das war unsere Grundanlage. Und jetzt müssen wir das verstehen, wie dieses Promontorium entsteht. Dafür zeige ich hier ein Skiz vom Innenohr. Wir haben hier das Vestibulum, Cochlea, die semizirkuläre Kanäle, Fenestra ovalis und Fenestra rotunda. Und Cochlea beginnt mit einer großen ersten Windung. So meist Sie sehen an den Bildern nur diese kleinere Schneckenform, aber das hat eine richtig große erste lange Windung. Und dieser Anteil von dieser ersten Windung, das macht das Promontorium. Jetzt stellen Sie sich vor, dass wir werden diese Zeichnung hinten der mediale Wand einschieben. Ja, so sieht das hinter der medialen Wand, und hier haben wir das Promontorium. So entsteht das Promontorium. Wir werden in den Schnitten auch das sehen können. In diesem Semester, Sie haben nur die skanierte Schnitte, unglücklicherweise, aber in den richtigen Schnitten, das ist wie Anatomie des Ohres, wie wir die serielle Schnitte haben, und an allen Schnitten war etwas anders zu sehen von der Makroskopie oder Minimakroskopie vom Ohr. Nun, Aufteilung von Mittelohr. Wir haben ein sogenanntes Epitympanon, das ist obenhalb von Ebene von Trommelfell. Hier finden wir Gelenk zwischen Malleus und Incus. Ja, also das heißen wir Epitympanon, Hypotympanon, was untenhalb von Ebene von Trommelfell ist. Da kann Flüssigkeit sich sammeln. Und hier öffnet auch die Tuba auditiva, das heißt auch Ohrtrompete oder Eustachische Röhre. Und in der Mitte, das nennen wir Mesotympanon. Hier sehen Sie auch, wie kurzer Fortsatz von Incus ist zu Antrumastoideum befestigt. Nun, wir sind hier im Mittelohr. Und im Mittelohr können wir auch Probleme haben, Entzündungen. Und jetzt werde ich darüber sprechen, dass in welche Richtungen diese Entzündungen, Eiterungen Weg finden können, wenn die nicht in Zeit geheilt sind und die Krankheit wird sich ausbreiten und diese Eiterung wird in irgendeine Richtung weitergeleitet sein.
So, erste Möglichkeit ist das, dass wir durch Trommelfell ausbrechen zu Außenohr und dann Flüssigkeit, Äther fließt vom Außenohr, vom äußeren Gehörgang aus. Oder das kann nach hinten sich ausbreiten, zu Cellulae Mastoidei. Und wir sind jetzt in Richtung bei der Cellulae Mastoidei, wir sind beinahe von Fossa Crani Posterior. In der Fossa Crani Posterior, in diesem Gebiet, können wir zwei Strukturen finden, entweder der Sinus Sigmoideus oder das Cerebellum. So, das kann Sinusthrombose verursachen oder zerebelläre Abszess. Und wenn das nach oben ausbricht, durch diese dünne Wand, Tegmentympani, das ist ganz dünn oben, wenn das in diese Richtung durchbricht, dass wir dann zu Temporallappe eindringen können. Und hier sehen Sie diese Situation, dass Sie glauben, dass Carotis interna und Vena jugularis interna weit voneinander sind. Ja, weil im Schädel, innerhalb von Schädel, die sind in zwei Richtungen, aber wenn die austreten, die sind richtig nebeneinander. Ja, das zeigt auch, es wird auch davon gezeigt, dass die Vagina Carotica wird beide nebeneinander umgeben. Und diese Löcher, wie das Foramen jugulare, Canalis Caroticus äußere Öffnung und Foramen Stilomastoideum und auch hier Foramen jugulare gilt auch für Nervenaustreten, Canalis Nervi Hypoglossitis, die sind in einem richtig kleinen Gebiet nebeneinander. Die Gehörköcherchen, wir haben drei. Wir haben Malleus oder Hammer, wir haben Incus, Ambos und wir haben den Stapes. Von Malleus muss man wissen, dass das hat ein Manubrium Mallei, ein Prozessus anterior und ein lateralis, hat einen Kopf, dieser Kopf artikuliert mit Incus, was ein Korpus hat und ein Crus breve, das ist dicker und stumpf am Ende, das ist zu Antrum Mastoideum fixiert und hat ein Crus longum, was mit Kopf von Stapes artikuliert. Stapes hat zwei Crura und hat eine flache Knochenplatte, das ist der Basis. Und das ist zu Fenestra ovalis fixiert. Diese Verbindung, das soll locker genug sein, dass die Druckverhältnisse frei durchgeleitet sind, aber manchmal, das wird dort fixiert sein, das heißt Otosklerose, diese Fixierung der Steilbügelfußplatte im ovalen Fenster und das wird zu Schallleitungsschwerhörigkeit leiten. Die sind die Gehörknöchelchen von einer Chinchilla, die sind ganz ähnlich wie die männliche. Die sind klein, so Fuß vom Stapes, das ist etwa 1,5 mm in diese Richtung und etwa 2,5 mm in die andere Richtung. Okay. Nun, so Auris interna oder Innenohr. Da sehen Sie eine Windung an dieser wunderbaren Zeichnung, eine Windung von der Cochlea. Und hier können wir das auch sehen, dass wir haben hier im Innenohr haben wir ein knöchernes und ein membranöses Labyrinth. Das hier rundherum, was ich jetzt zeige, die sind die Teile vom knöchernen Labyrinth. Das würde hier auch herumgehen. Ja, und das, was ich jetzt hier zeige, das ist das membranöse Labyrinth, dieser dreieckige Anteil. Und da drinnen sitzt das Corti-Organ hier. Ja, so, die sind hier die Wände vom knöchernen Labyrinth. Wo sitzt das? Sitzt in der Pyramide, so Mittelohr, das ist, was hier so lila ist. Sie sehen hier die Verbindung zu Pharynx. Und Labyrinth, das sitzt hier eingebettet ins in die Pyramide und wir nach hinten zeigen die semizirkuläre Kanäle und nach vorne und lateral zeigt Spitze von der Cochlea. Die Nerven, die Labyrinth versorgen, die werden durch Meatus acousticus internus eintreten. Bitte beachten Sie, dass Meatus acousticus internus und Meatus acousticus externus, die haben keine direkte Verbindung miteinander. Ja, also der Meatus acousticus internus, das wird nur bis zu Innenohr ziehen. So, der Nervus vestibulocochlearis wird hier eintreten und der Nervus facialis. Der Nervus facialis, das wird auch weiterlaufen und am Ende durch Foramen stilomastoidum austreten. Hier möchte ich auch das zeigen, dass die zwei Pyramiden, die sind etwa 90 Grad miteinander.
der Canalis semicircularis anterior, das steht auch in etwa 90 Grad Winkel auf Längsachse von Pyramide, und die drei semizirkuläre Kanäle wie ein Koordinationssystem X, Y und Z-Axis, die sind auch in etwa 90 Grad miteinander. Ja, das heißt, dass die zwei vorderen Bogengänge, die machen auch einen Winkel miteinander. Also alles mit alles ist jetzt im Winkel. So, das bedeutet, dass unsere zwei Labyrinthen, die wirken als ein Koordinationssystem, und wir können das immer damit wahrnehmen, dass wo wir im Raum genau stehen. Blutversorgung vom Labyrinth, das ist von der Arteria labyrinthi gegeben. Das kann ein Ast der Arteria basilaris oder der Arteria cerebelli inferior anterior sein. Und das Labyrinth, das können wir auch an den MR-Bildern gut sehen. So, bitte schauen Sie die Bilder auch in Seziersaal an. Hier sehen Sie die Cochlea, semizirkuläre Kanäle und Aqueductus vestibuli auch sichtbar. Okay, so, was sind die Hauptteile? Wir haben einmal ein Vestibulum hier und diese erste große Windung von Schnecke. Das macht hier das Promontorium, Schnecke kommt hier, Cochlea. Und wir haben die drei semizirkuläre Kanäle, ein Canalis semicircularis anterior, ein Lateralis und ein Posterior. Die sind in 90 Grad Winkel miteinander positioniert. Die sind von Nervus vestibulo cochlearis versorgt, was durch Meatus acousticus internus einkommt. Jetzt werden wir die Teile von Labyrinthus osseus, vom knöchernen Labyrinth besprechen. Die Wände vom knöchernen Labyrinth, die sind immer etwas idealistisch in den Atlanten gezeichnet. Richtig, das ist ganz dick, das ist etwa 1,5 bis 2 mm dick. Hier, das zeigt immer dünner zu sein, aber ist dicker. Die Teile sind natürlich die richtigen Teile, was Sie hier sehen können. Wir haben ein Canalis semicircularis anterior, ein Canalis semicircularis lateralis, das war von vorne nach hinten, und ein Canalis semicircularis posterior. Cochlea, das ist Basis der Cochlea, und Cupula, Spitze von Cochlea, und das Vestibulum hier mit Fenestra ovaris und Fenestra rotunda. Also, ja, wenn ich einen Skiz mache, das würde das Vestibulum sein, Cochlea und die drei semizirkuläre Kanäle. Diese semizirkuläre Kanäle an einem Ende beenden immer mit einer Ausbreitung, das heißt hier Ampulla. Das ist hier die Ampulla anterior und Ampulla lateralis. Die Ampulla posterior ist weiter weg, hinten und unten. So, das heißt, wenn Sie in den Schnitten zwei Ampullas nebeneinander sehen, die können nur anterior und lateralis sein, weil die sind beinahe voneinander. Die anderen Enden von diesen semizirkulären Kanälen, von vordere und von hintere, die haben eine gemeinsame Öffnung, das heißt Crux commune. Und von Canalis semicircularis lateralis hier hinten haben wir ein Crux simplex, das wird allein einöffnen. Crux commune und Crux simplex. Und wie ich gesagt habe, das ist Fenestra vestibuli oder ovalis und Fenestra cochlei oder rotunda. Diese Fenestra cochlei, das ist mit der Membrana tympani secundaria, mit einer Membran in Richtung Mittelohr geschlossen. Wenn wir knöchernes Labyrinth öffnen, dann im Vestibulum sehen wir eine knöcherne Leiste, Crista vestibularis, damit werden wir nicht sehr beschäftigen. Und wir haben zwei Subteile, Recessus ellipticus und Recessus sphericus. Dort wird dann Utriculus und Sacculus später vom heutigen Labyrinth drinnen sein. Und in der Cochlea sehen wir eine knöcherne Lamelle, was auch spiralförmig bis zur Spitze läuft. Das ist die Lamina spiralis ossa, was schon im knöchernen Labyrinth teilweise zwei Ebenen voneinander separiert. Diese obere, das heißt Scala vestibuli, weil wie Sie da sehen, das öffnet sich zu Vestibulum ein. Und Scala tympani hier, weil diese Scala tympani, das würde zu Tympanon, zu Mittelohr öffnen und ist von Membrana tympani secundaria geschlossen.
im Raum, das ist eigentlich ein Rohr, dieses Nöcherner-Labyrinth, hat einen inneren Raum, zum Beispiel in den semizirkulären Kanälen, so etwa 1 Millimeter im Durchmesser. In diesem Raum, was hier ist, wir haben das heutige Labyrinth. Das heutige Labyrinth hat sehr dünne Wände, so das können wir nur mikroskopisch sehen, wenn wir das öffnen im Seziersaal, dann das wird mit der ersten Bewegung verschwinden. Das ist eigentlich ein einschichtiges Plattenepithel mit minimal Bindegewebe rundherum. Im Raum von Knöchernen Labyrinth haben wir die Perilympha und im Raum vom heutigen Labyrinth haben wir die sogenannte Endolympha. Nun, was sind die Teile vom Labyrinthus membranaceus? Wir haben ein Utriculus und zu Utriculus werden die semizirkuläre Kanäle, ebenso wie wir die im Knöchernen Labyrinth benannt haben, einöffnen. Wir haben ein Sacculus. Diese zwei, die werden miteinander Verbindung haben und die bilden ein Ductus und Saccus endolymphaticus, das liegt im Aqueductus vestibuli. Das haben wir auch im Schädel an der hinteren Seite von Pyramide gesehen. Apertura externa Aqueductus vestibuli, so das führt zur dorsalen Seite von Pyramide. Und da ist eine Verbindung zu Ductus cochlearis, das heißt der Ductus reuniens. Und innerhalb der Cochlea läuft Membran ist das Labyrinth, spiralförmig hoch, das nennen wir Ductus cochlearis und am Ende beendet blind, das nennen wir Circumcupulare. So, das war das heutige Labyrinth, da drinnen ist hier jetzt, das war das knöcherne Labyrinth, da drinnen ist jetzt das heutige Labyrinth gezeigt und jetzt werden wir auch die Nerven zeigen. Bitte beachten Sie, dass im Prometheus das Bild ist falsch markiert, so diese Benennungen sind hier jetzt korrekt. Ja, wir haben ein Nervus vestibularis und Nervus vestibularis wird Corti-Organ, was spiralförmig läuft, innerhalb der Cochlea innervieren. Dann wir haben in der Utriculus und in dem Utriculus und in dem Sacculus haben wir zwei flache rezeptoriale Arealen, die heißen die Maculae. Die sind von Nervus sacularis und Nervus utricularis innerviert und in den Bogengänge, in den ampullaren Enden haben wir die Christi und die sind von Nervus ampullaris anterior und lateralis, die laufen auch zusammen, weil die nah zueinander sitzen und Nervus ampullaris posterior hinten und unten im hinteren Ampulla, die werden hier die Christi innervieren. So die drei Strukturen, Utriculus, Ampulla, Christa in der Ampulla anterior und lateralis, die liegen beinahe voneinander und wir sehen die häufig auch in den Schnitten zusammen. Nun, das ist jetzt ein richtiges Präparat, wo ich diese Hieroglyphen aufgezeichnet habe und jetzt werde ich die entfernen und dann Sie werden die Details sehen können. Zuerst werde ich hier die Bogengänge zeigen. Ja, also das ist Canalis semicircularis anterior, posterior und ein Stück von lateralis ist hier zu sehen. Dieser Pfeil hier, das zeigt zu Vestibulum rein. So, wenn ich eine Sonde hier einstecken würde, dann würde ich zu Vestibulum ankommen. Da sehen Sie, wie Nervus facialis Canal durchläuft. Ist auch ein bisschen mit Gelb markiert, leicht mit Gelb markiert. So, das ist der Canalis facialis. Und hier würde die Cochlea sein, aber von dieser Richtung sehen wir das nicht. Am unteren Bild, das ist jetzt von oben fotografiert, hier sehen wir den Canalis caroticus. Wir sehen auch die Bogengänge. Das ist hier der obere, hintere und laterale Bogengang. Dieser Bereich, das ist das Vestibulum. Canalis facialis hier. Und wir haben hier schon Schnecke geöffnet. So, das ist hier die Schnecke geöffnet jetzt in diesem Fall. Schnecke in der Mitte hat den Modiolus. Und der Modiolus, Sie würden das glauben, dass das hier so spongiös ist, aber das ist eigentlich nicht ein spongiöser Knochen. Diese Räume, die sind Strahlen, durch welche dann der Nervus cochlearis jede Stelle von dieser Lamina spiralis ossea, worauf hier auch dann heutiges Labyrinth aufsitzen wird, innerviert. Also die Nervenfasern laufen in diesen Räumen. Diese Spiral habe ich deswegen hier eingezeichnet, dass ich das
zeige, dass hier zwei und drei Felder Windungen werden gemacht. So, wenn wir diese grüne Faden folgen würden, das geht hier vorne, hinten, kommt wieder nach vorne, geht nach hinten, kommt wieder nach vorne, geht wieder nach hinten und hier beendet bei der Cupula Cochlei. Lamina spiralis ossa, unten ist breiter, oben das ist schmaler und ganz oben das beendet hier mit dieser Hamulus, Hamulus laminae spiralis, das ist schon nicht so modiolus fixiert. Und hier ist die Möglichkeit, zwischen den zwei Stufen hier, Scala vestibuli und Scala timpani, eine Verbindung zu haben. Das heißt hier Helicotrema. Dieses Bereich heißt dort Helicotrema. So, die Lamina spiralis ossea, das wird schon teilweise hier die zwei Stufen von zwei Teilen von Perilympharaum auch unterteilen, oben Scala vestibuli, unten Scala tympani. Komplett werden sie voneinander mit der Ductus cochlearis, mit dem heutigen Labyrinth, getrennt sein. Wie laufen die Nerven durch? Die werden durch Meatus acousticus internus eintreten, das ist hier nach medial und nach lateral, und beim Fundus von Meatus acousticus internus haben wir vier Arealen, so, wir könnten das so kreuzförmig auftrennen. Oben medial wird der Nervus facialis durchtreten, das symbolisiere ich hier mit dieser grünen Linie. Oben, unten medial, das ist die Area cochlei, dort wird der Nervus cochlearis durchtreten und hier wieder diese kleinen Löcher, die sind die Bereiche, durch welche dann die Faden von Nervus cochlearis in alle Richtungen weiterlaufen können. Oben und lateral geht in dieser Area vestibularis superior geht der Nervus utriculo-ampullaris und das wird dann utriculus und ampulla anterior und ampulla lateralis innervieren. Und unten lateral haben wir einen Bereich, wo der Nervus sacularis durchtritt. So, das ist hier der Nervus sacularis. Und ganz unten und lateral ein mini kleiner Loch. Das ist das Foramen singulare. Und hier wird ein Nerv zu Ampulla posterior hinkommen können. So, das ist hier dann der Meatus acousticus internus fundus von der rechten Seite. Diese Nerven, die haben auch diese sensiblen Nerven, so sie haben periphere Ganglien, wie alle sensiblen Nerven, die haben eine an der Peripherie ihre Zellen. In diesem Fall, die sind echt bipolare Nervenzellen. Die sind einmal in Ganglionspirale, das heißt deswegen Ganglionspirale, weil das läuft auch spiralförmig beim Stamm von der Lamina spiralis ossea. Und wir haben das Ganglion vestibulare, was am Boden des Meatus acousticus internus sitzt. Das wird auch Ganglion scarpi genannt. Das ist nur, das zu zeigen, dass das membranöse Labyrinth im fünften Fötalmonat, das ist schon etwa so groß wie im Erwachsenen. So diese Strukturen, diese feinen Strukturen von Ohren, sie wachsen praktisch nicht nach der Geburt. Auch die Gehörknöchelchen sind schon ausgebildet. Und das ist ein Schädel von circa von der 20. Fötalwoche, was Sie in unseren Schaufenstern finden können. Und hier sehen Sie den Trommelfell. Dieser Knochenring, das wird Pars tympanica von os temporale bilden, was wir auch später erkennen können. Und sehen Sie, das Trommelfell, einmal das sitzt unten am Schädel, so Ohr muss nach hoch wandern, aber Durchmesser von Trommelfell, das ist relativ groß, weil das ist auch schon fast Vollgröße in der Mitte der Schwangerschaft. So bitte erinnern Sie sich daran, dass diese Strukturen, die werden nicht viel nach der Geburt wachsen können. Ja, und ich bedanke Ihre Aufmerksamkeit.